Freunde des geilen YouTube-Sports, grüß euch. Jawohl, hier ist euer Virus und einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag, was wir, keine Ahnung, wie spät ihr es gerade habt. Ja, willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar, ja, Aliens Colonial Marines. Ja, ich bin ja mal gespannt, ich habe mir da mal was angeguckt, lang ist es her. Bin mal gespannt, was wir auch machen und ja, ich bin sehr gespannt, muss ich sagen, wie sich die Sounds machen, ob die wie aus dem Film, wie man sie kennt, von den Cyber Guns oder was auch immer für Kanonen die da haben, inwiefern das ja klingt und macht und tut und so weiter. Ach, wir fangen einfach mal an und los geht's. Kann man hier fortsetzen? Nein. Missionsauswahl, wenn sie eine neue Kampagnenmission starten werden, Kontrollpunkt. Ja, okay, gut, alles klar. Nee, ich hatte das mal angespielt gehabt, um mal zu gucken. Aber das war dann doch ein wenig, ja, wie soll ich sagen? Schwierigkeit. Soldat, Veteran, Teufelskerl, Rekrut, immer mal Soldat, genau, Spielstart. Ja. Um mal ausprobieren, aber das. Corporal Dwayne Hicks, TQ40482159, Notfall. Meine Einheit hat auf LV426 schweren Schaden genommen. Bitte um Unterstützung an Bord der USS Sulaco. Überlebende, ich selbst, eine Frau, ein Mädchen und ein schwer beschädigter Synthet. Alle zu LV426 ausgesendeten Colonial Marines sind gefallen. Wiederhole, alle zu LV426 ausgesendeten Colonial Marines sind gefallen. Ja, das ist dann nicht so toll. Überspringe mit Escape. Sega Presence. The 20th Century Fox. A Great Box Software Productions of und so weiter und so weiter. Entschuldigt. Aliens Colonial Marines. Aufgestanden Marines, dies ist keine Übung und ihr seid nicht mehr bei Mutti. Auf die Beine, Marines. Für die Neuen, ich bin Captain Cruz und ihr seid meine Crew auf der USS Sephora. Wir sind hier wegen eines Notrufs der USS Sulaco, den wir vor 17 Wochen empfangen haben. Rhino 23 war zuerst vor Ort und ist auf heftigen Widerstand gestoßen. Ihr seid die Letzten, die aus dem Kryoschlaf geholt werden. Also, keine Beschwerden, ihr Memmen. Schließlich haben wir euch ausschlafen lassen. Macht euch kampfbereit und sammelt euch in 20 Minuten im Hangar. Jo, da war sogar Bischof. Krasses Pferd, ey. Name und Rang? Corporal Christopher Winter, 118. Bataillon an Bord der USS Sephora. Corporal Winter! Ich schicke Rhino 21 als Unterstützung für 23. Alles klar, Mann? Mir geht's gut, Captain. Ich mache mir nur Sorgen um 23. Gut, denn sie werden sich Rhino 21 anschließen. Die werden versuchen, den Flugschreiber der Sulaco zu bekommen, damit wir herausfinden, wer das verursacht hat. Sir, was ist dort passiert? Wir haben versagt. Aufgepasst, Mädels von der USS Sephora! Genau in diesem Moment kämpfen Rhino 21 und Rhino 23 darum, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Wir lassen keinen Marine zurück. Daher schicken wir in den nächsten 2 Stunden ein paar Dropships, um bei der Evakuierung der Verletzten auf der USS Sulaco zu helfen. Sir, die Sulaco wurde zuletzt bei Fury 161 gesichtet. Wie ist sie zurück zu diesem Planeten gekommen? Danke für die Unterbrechung, Lieutenant Reed. Wir wissen nicht, wie das Schiff hierher gekommen ist. Im Moment sorgen wir uns nur darum, was unsere Marines umbringt. Die Situation ist ungewiss. Weitere Informationen kriegt ihr, sobald wir sie haben. Also los, Weidmanns Heil, Marines! Hurra! Hurra! Hören
Hören Sie zu. Was ich brauche, sind Informationen. Keine Helden, kein Bullshit. Sie sind dort meine Augen. Melden Sie alles, was Sie sehen, damit ich weiß, womit wir es dort zu tun haben. Verstanden. Sagen Sie Rhino 2-1, ich bin auf dem Weg zu Ihnen. So, alles klar. Ja, das war am Anfang ein bisschen tricky. Ja. Wo ich die Anzeige mache, damit das nicht so mehr oder weniger im Weg ist, ja. So, letztlich Steuerung. Okay, das ist laufen. Da läuft einfach alles. Oh, läuft doch gut. Ja, ich hatte das schon mal angefangen, weil ich sagte, ich hatte diesen Speicherpunkt da. Weil ich mal wegen der, bei mir lief das nicht ruckelfrei. Ich hatte einen alten Computer und der schaffte das, diese Anforderung nicht mehr. Ja, und da muss ich dann halt was Neues machen. So, wer das denn so wäre das denn? So, ja. So, ich hatte hier einen kleinen Cut gemacht. Hab wahrscheinlich gemerkt, dass die Kamera jetzt etwas anders sitzt, weil ich direkt da, wo das Gewehr ist. So. Weil ich feststellen musste, also ich habe vorher mal irgendwo reingeguckt, um zu sehen, wo kann ich die Webcam am besten hinpacken. Konnte ich vorher auch nicht. So, jetzt gehen wir los. Jetzt gucken wir mal, was uns in dem Spiel das erwartet. Drücke E. Okay, E wie einfach. E wie Emil. Wow, Alter. Okay, jetzt geht das aus. Das dauert ein bisschen. Okay, eine Luftschleuse nach da. Oh, geil. Kontrollpunkt erreicht. Alles klar. Okay. Wow. What? What the? Aje. Oh Gott, das sieht ja nicht so toll aus. Nochmal, was ist passiert? Raider 6-5, sind Sie schon in der Luft? Alter, ich krieg Gänsehaut. Dekompression in der Sulaco. Oh, hier reißt das Glas. Ich glaube, wir müssen hier. Die Gangway lässt Atmosphäre ins All. Prekäre Situation, Sir. Prekär? Soll ich das am Duden nachschlagen, Raider? 20 Minuten bis zum totalen Zusammenbruch. Machen Sie dicht. Winter, Sie haben die Lady gehört. Gehen Sie auf die andere Seite, dann machen wir dicht. Begebe mich zur Sulaco. So, ich bin jetzt da. Okay, alles klar. Auf. Boah, ey. Diese Geräusche wollen. Ist doch mega, ey. Oh. Hier spricht O'Neill. Wir haben mehrere Verwundete hier. Wir brauchen hier umgehend Sanitäter für die Marines von Rhino 2-1. Weißt du, Podolski? Die Explosion hat die Luftschleuse auf unserer Seite beschädigt. Wir können die Gangway nicht mehr benutzen. Bleiben Sie dort und kümmern Sie sich um unsere Marines. 2-1, was ist der Status von 2-3? Winter, willkommen im Chaos. Benutzen Sie Ihren Bewegungssensor und sagen Sie mir, was Sie sehen. Ich sehe Sie beide. Und 2-3 ist im Süden, hinter dem Hangar, vielleicht bei den Maschinen. Bewegen Sie sich. Nein. Moment. Da ist ein unbekanntes Signal. Boah, Alter. Da bewegt sich was. Verdammt. Das ist wie in dem... Die Position zu halten. Oder Sie sind tot. Tolent. Unbekannte Bewegung bei Ihnen. Tolentino. Sie können angegriffen werden. Alles okay. Klar. Winter und ich werden... Verdammt. Sephora Actual. Ich treffe mich mit 2-3, Sir. Denken Sie daran, keine Helden, Junge. Actual over. Ja, die Frage ist jetzt, wie kann ich denn diesen Sensordings ausführen? Okay, H ist runter. Ja, das war Granate. Ich weiß nicht, was Sensor ist. Ach so, okay, das ist für Zuschlagen. Da muss ich erstmal gucken, was ist hier. Da gibt es kein Licht. Aha. Das ist I. Aha. TV-Taschenlampe. Okay, right, alles klar. Ach so, funktioniert das mit Q. Alles klar. Oh Mann, ey. Okay, dann.
wir uns hier mal um. Hier Munition finden. Alter. Ich muss ja mal sagen, ups, ich hing hier fest. O'Neill ist dabei, Bischof haben wir schon mal gesehen. Oh, ja, wir wissen, was das ist, wohl. Wir kennen die Filme. Ja, das ist irgendwie irgendwelche Spielbugs, da konntest du nicht vorbeilaufen. Gut, das ist eins der ersten Spiele, die rauskamen, wo so richtig mal. Oh, ich mach mal Licht an, sonst sehe ich hier nichts. Wofür haben wir denn eine Lampe dabei? So, jetzt immer gemacht, dass du nicht ganz außen lang vorbeilaufen kannst. So, wir haben ja. Flugschreiber, würde ich jetzt mal meinen. Hier ist noch einer. Merkwürdig für das Geräusch weg. Ah. Da müssen wir wahrscheinlich rein. Weil da wurde uns das auch angezeigt. Jetzt will ich aber erstmal hier ins. So, ich sehe da einen halben Synthet auf dem Deck. Welche Hälfte? Also er sagt nicht viel. Dann finden Sie die sprechende Hälfte. Actual over. Oh, den da. Den habe ich gerade. Alter. Wo ist passiert, ey? Die andere Hälfte, da sind auch irgendwelche Flecken, die wahrscheinlich da rein verschleppt. Okay, da gehen wir nicht lang, alles klar. Dann gucken wir mal hinten rein. Jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt. Die Waffe können wir nie aufheben, Munition gibt es auch keine. Also ein bisschen merkwürdig das Ganze. Ganz schön dunkel. Gut, dass ich unsere Lampe anhabe. Ja, 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 ja. Okay, okay. So. Wow. Was zum? Hat einer Gasbrenner an? Ne, das war so ein Alien. Ach, jo, ey. Krasses Geräusch. Krass geil, ey. Wow. Mega. Kamera ist auch kaputt. Mega, Alter. Mega nice, ey. Okay. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Ja. Wie lange die Luke wackelt? Hört sich anders, wenn da irgendwas. Das sind geöffnete Kryokapseln. Keine schöne Art aufzuwachen. Ja, oder gar nicht mehr aufzuwachen. Sagen wir es mal so. Man kennt das, ne? Die liebe Ripley, wie sie mit ihrer Nicht-Tochter, scheint das hier nirgendwo ist, dass sie irgendwelche Sachen einsammeln kannst. Licht blendet vielleicht. Vielleicht haben wir eine Anzeige, aber das Licht blendet hier so stark. Was wackelt immer noch so viel? Mist, dass hier nichts ist, dass du was einsammeln kannst. Schade, 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 Schokolade. Alter. Oh, die auf dieser Gefängnisstation gelandet ist, ne? Und dann, ja, ist sie quasi die einzige
mit Bishop, gut, er war ein Synthetik. Wow, diese Geräusche. Porno. Ja. Okay. Das macht er. Das hat er von alleine gemacht. Ich muss quasi nur auf E drücken. Okay, jetzt wird's interessant. Hier komme ich also nicht lang. Oh, die haben wir aufgemacht. Okay, das Feuer, wenn wir das Feuer schon. Dann müssen wir da rein, ja? Wie verschlossen. Hier hast du doch. Ach ne, da. Oh. Uah. Wow. Oh, Scheiße. Sehen Sie das, Captain? Da können wir nichts machen. Okay, da muss ja hier vorne sein, irgendwo. Wo wir hin müssen. Garnett. Großer Gott, nein. Da ist was aus dem Brustkorb rausgekommen. Alles klar. Das ist nicht so toll. So, warte, wir gucken uns erst hier vorne nochmal um. Wenn ich hier was übersehen, ja? Mann, Mann, Mann. Alter, gruselig, ey. Ich krieg Gänsehaut mega mäßig, aber hart, ey. So, an der Stelle grüße ich auch mal alle, die eingeschaltet haben hier. Oh, okay. Ich hoffe, ihr seid auch so gespannt auf dieses Let's Play wie ich. So, ich bin auch mal rumgelaufen. Okay, wir müssen. Nein. Ne, die sind schon raus, denke ich. What the fuck? Ne, lass mal aus, das Licht. Boah, erschreckt mich nicht so. Alter, ich kriege eine Gänsehaut gerade. Ich hasse diese Eier. Mich drängt es ja danach. Okay, der ist auch schon tot. Er lebt noch. Winter! Winter, schnell! Der Schweißer! Schneiden Sie mich hier raus! Ah! What? Erschießen Sie das Ding! Erschießen Sie das Ding! Kümmern Sie sich nicht um mich! Töten Sie das Ding! Kann er nicht mehr aufsammeln? Oh, das klingt ja so wie die. Wir machen auf jeden Fall mal die Eier kaputt, ey. Weißt du, bist hier irgendwo hin, du Sau. Matschbirne. Alter. Machen Sie schon los.
Deforo Actual, Winter hier. Ich habe Keys von Rhino 2-3. Hier sind ein paar Leichen, aber es fehlen welche. Ein oder zwei Marines von Rhino 2-3 sind nicht dabei. Sind alle tot? Garnet? Er ist weg. Bleib ruhig. Ich hab dich, Kumpel. Winter, sammeln Sie alle, die übrig sind, und bringen Sie sie zurück zum Hangar. Nicht angreifen. Hier spricht Keys von 2-3, Sir. Unsere Mission war es, die Flugdaten der Sulaco zu werden. Ich habe Ihnen einen Befehl gegeben und das war's. Sammeln und so. Wir müssen wissen, was das verursacht hat. Und da hilft uns der Flugschreiber. Bei allem Respekt, Sir, halten Sie den Mund und befolgen Sie meine Befehle. Actual over. So, Zum Teufel mit Befehlen. Der Flugschreiber ist nicht weit weg. Wir holen ihn und suchen Rhino 2-1. O'Neill, sind Sie noch da? Verdammt. Seid ihr auf dem Weg zurück? Nein, wir brauchen 10 Minuten, um den Flugschreiber zu holen. Unsere Marines sind nicht umsonst gestorben. Ihr habt 5 Minuten für den Flugschreiber und den Rückweg. Keys, halten Sie Ausschau nach Bella. Ura. Mach ich. Danke, O'Neill. Ura. Danke für Ihre Hilfe, Winter. Ich brauche ein bisschen Leben, ey. Was bewegt. Nicht denken. Schießen. Was sagst du so einfach? Wir sind hier nicht allein. Ja. Ich lass mich nicht nochmal erwischen. Das sagst du so einfach. Ich, Oh Mann.